Die vergangene Handelswoche hatte es wieder in sich. Es ging crashartig runter. Wir haben massive rote Preise gesehen, um dann einfach wieder zuzuschauen, wie die Märkte sich gedreht haben, wie es wieder nach oben ging. Und wir können in den meisten Märkten schon Bodenbildungsmuster und Formationen erkennen. Wir können auch an gewissen Unterstützungszonen schon sehen, dass der Markt reagiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit haben wir echtes Korrekturpotenzial oder stehen wir vielleicht sogar am Beginn einer echten Trendwende? Das werden wir uns gleich gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Ahlt und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen am heutigen Montag, wobei ich das Video ja am Sonntag aufnehme, wie immer. Ich bin Trader, Autor, Präsident der International Federation of Technical Analysts und Mitglied im Vorstand der Vereinigung der Technischen Analysten Deutschlands. Und ich freue mich, dass Sie wieder mit mir gemeinsam einen Blick auf die Märkte werfen. Wenn Sie mich erreichen wollen, können Sie es natürlich gerne hier unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse oder über die Kollegen von Swissquote, die ebenfalls gerne für Sie erreichbar sind. Und lassen Sie uns jetzt direkt einen Blick reinwerfen auf die kommenden Ereignisse, die in den nächsten Tagen, also in der laufenden Woche, dann auf uns warten. Am Montag, wir starten im Endeffekt so ein bisschen mit den Pending Home Sales, also das, was letzten Endes in den USA an Eigenheimen verkauft wird, an Häusern verkauft wird. Hier ist eine leichte Erholung zu erwarten, das zumindest sieht der Markt so von negativ auf leicht positiv. Präsidentin Lagarde von der EZB spricht mal wieder, und zwar mehr oder weniger die gesamte Woche. Sind wir natürlich auch gespannt und können auch gespannt sein, was da zu berichten ist. Ich gehe davon aus, dass wir da jetzt nichts Neues erwarten können, denn sie hat bislang sich auch nicht wirklich positiv geäußert im Rahmen einer möglichen Zinserhöhung. Ja, da stehen ja immer noch die 0,25% im Raum. Inwieweit das dann schon irgendwie konkreter wird, das bleibt offen. Aber meine Meinung, meine Einschätzung ist natürlich, dass der Spread zwischen dem, was die USA, also die Fed, gemacht hat, und dem, was in Europa passiert im Rahmen des Leitzinses, im Endeffekt gar keinen anderen Weg mehr zulässt als eine zumindest leichte Erhöhung des Zinsniveaus in Europa. Und dementsprechend ja, können wir einfach davon ausgehen, erstmal, dass sie sich wahrscheinlich auch nicht völlig verhalten zeigen wird, sondern dass es doch in diese Richtung gehen wird. Alles andere würde mich und wahrscheinlich auch viele, viele Kollegen sehr, sehr überraschen. So, was wartet noch auf uns in der nächsten Woche? Wir haben am Dienstag den Konsumentenindex in den USA. Hier ist es leicht unverändert, vielleicht mit einer leichten Tendenz nach oben. Das ist zumindest die Erwartungshaltung. Und wenn da einfach gravierende Zahlen sind, die entgegensprechen, könnte das eine leichte Marktreaktion nach sich ziehen. Ja, mögliche positive Szenarien stehen dann vielleicht sogar schon wieder zur Debatte. Und dementsprechend gilt es da auch drauf zu schauen. 16 Uhr dann am Dienstag. Ja, vielleicht keine schlechte Idee für diejenigen, die Intraday handeln, dann einfach erstmal sich an die Seitenlinie zu stellen und abzuwarten, was denn der Markt dann an Reaktionen aus den aktuellen Zahlen dann macht. Am Mittwoch, wir haben Präsident Powell, der spricht von der Fed, da geht es mit Sicherheit auch um die wirtschaftliche Lage, klar, und es geht natürlich auch um mögliche Aussagen in Richtung Zinssenkung, Zinserhöhung bzw. Zinsgleichlassen und natürlich auch das Thema Quantitative Easing oder Tightening, wo wir jetzt ja eher hingehen, ja, das Geld rausgezogen wird, inwieweit wir das beibehalten, inwieweit verändert sich das auch im Sinne von größer oder niedriger. Ja, das dürfte sicherlich auch interessant für die Märkte sein. Dementsprechend auch hier gilt es, vorsichtig zu sein, abzuwarten und dann eben entsprechend der Marktreaktion einfach Chancen wieder zu suchen. Und am Freitag haben wir den ISM in den USA. Inwieweit das wirklich marktbewegend ist, bleibt dahingestellt. Auch hier die Tendenz leicht negativ, eigentlich mehr oder weniger unverändert von den Nachkommastellen. Und dementsprechend sollte das jetzt auch keine große Bewegung nach sich ziehen. Es sei denn, und auch hier wieder die gleiche Sache, es sei denn, der Markt oder die Zahlen sind so gravierend schlechter, dass der Markt einfach reagieren muss. Oder sie sind gravierend besser. Ne? Schauen wir mal durch die positive Brille. Wenn sie gravierend besser sind, dann zieht das natürlich auch oder ist die Möglichkeit eine positive Reaktion im Markt und könnten wir am Freitag, späten Nachmittag vielleicht doch nochmal eine weitere Rallye sehen. Ja, also das soweit die Zahlen und jetzt gehen wir direkt mal in die Charts rein und wir starten natürlich, wie sollte es anders sein, mit dem Euro-US-Dollar. Ich habe wieder die alte Chartdarstellung gewählt, meine heißgeliebten Bollinger-Bänder, die sich ja auch mittlerweile bei mir gewöhnt sind.
Aber ich fand auch den Ausflug zu Ichimoku Kinkuhyo ganz spannend. Und wer das Webinar verpasst hat mit den Erklärungen zu diesem wunderbaren Indikator, der darf das natürlich dann gerne auf YouTube hier im Swissquote-Kanal auch nochmal verfolgen, um einfach auch seine Bildung etwas nochmal zu verfeinern, was die Charttechnik angeht. Gut, schauen wir mal in den Wochenchart. Alle Charts wie immer beginnen im Wochenchart. Und was sehen wir? Nicht nur was die Bollinger-Bänder angeht, die mir persönlich immer eine ganz gute Orientierung geben, sondern natürlich auch, was die Lage erstmal im Trend angeht, dann natürlich auch das ganze Thema mit den Candlesticks, inwieweit sehen wir schon Umkehrsignale so. Und jetzt wird es natürlich spannend, denn in der vergangenen Woche hatten wir hier im Euro-US-Dollar einfach hier einen schönen Doji gesehen, also in der Vorwoche dann, also im letzten Video hatte ich sie auf diesen Doji aufmerksam gemacht, der das Tief einfach genau oder im vielleicht nicht Pip genau, aber im Bereich des vorangegangenen Tiefs hatte. Und das ist ja immer diese Abfolge, ja, wir sind im Abwärtstrend, wir reden über tiefere Tiefs, wir reden über tiefere Hochs. Und das ist nach wie vor ungebrochen. Was wir allerdings aktuell nicht haben, ist das tiefere Tief. Wir haben ein gleiches Tief. Und damit haben wir schon mal so ein Indiz dafür, dass das erstmal zumindest in eine Pause übergehen kann. Also diese ganze Thematik des Abwärtstrends kann jetzt erstmal in eine Seitwärtsphase übergehen. Es kann durchaus sein, dass der Markt sich vielleicht so ein bisschen auspendelt. Es kann aber auch sein, dass der Markt zunächst mal wieder nach oben korrigiert. Hier der Angriff auf diese Unterstützung wurde erfolgreich abgewehrt. Und jetzt schauen wir eben einfach, inwieweit der Markt weitergeht. Für mich persönlich ist eine erste Orientierungszone, und wir sehen es ja hier ganz praktisch, immer erstmal das mittlere Bollinger Band, der einfache kleine Durchschnitt 20. Wir sehen es, der hat ja eine gewisse Relevanz. Ja, wenn wir so schauen in die Vergangenheit, ist der Markt immer wieder mal daran gelaufen und von dort aber auch öfter wieder abgeprallt. Dementsprechend für mich die allererste Idee, dass der Markt daran kommt, das könnte dann im Bereich 1,08 sein, 1,08 Euro zum US-Dollar. Und wir können einfach dann auch mal schauen, inwieweit das Ganze dann hier zum Buche kommt. Sie sehen, mein Computer ist schneller. Ich habe mein neues System gekauft und mir komplett einen neuen Computer zugelegt. Das sehen Sie auch hier. Ja, offensichtlich habe ich auch das komplette Betriebssystem gewechselt. Und ich denke, die Qualität vom Video wird deutlich besser werden, weil es auch etwas schneller ist, ruckelfreier ist und auch meine Nerven schont. Ja, so ist das dann mit den Dingen, die erlebt geworden sind. Manchmal muss man auch Veränderungen einfach nehmen, um sich dann dementsprechend auch zu verbessern. So, das aber nur am Rande. Wie gesagt, ich sehe eher das ganze Thema mit dem Euro-US-Dollar erstmal in gewisser Weise positiv. Ich will jetzt nicht euphorisch werden. Das wäre auch gerade in Bezug auf den Euro etwas überzogen. Nichtsdestotrotz, ich kann mir vorstellen, dass wir hier erstmal seitlich aufwärts gehen. Das mittlere Bollinger Band steht zur Debatte. Ich gehe hier eher so auf die 1,08. Das kann interessant sein, und wer dann so einen Trade nehmen will, der ist gut beraten bei 1,0320, also mit ein bisschen Puffer, durchaus mal dann auch einen Stop zu legen. Ja, der würde dann dementsprechend hier liegen. Ja, da kann man den dann halt platzieren. Na, also 3, 25, 20, wie gesagt, ein bisschen Puffer, einfach aus dem Hintergrund, dass das gerne mal getestet wird. Und wenn die Käufer es ernst meinen, kommen sie hier in den Bereich zurück. Aber jetzt rechnen wir bitte nicht damit, dass das Pip genau passiert. Ja, das ist einfach so der Hintergrund mit dem Puffer. Und ansonsten, wie gesagt, 1,08. Dann kann ich mir auch vorstellen, und ich komme jetzt hier nicht mit diesem Pfeil, sondern ich gehe einfach mal hier mit diesem Pinsel dann dahin. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass wir das entsprechend so hier sehen, dass der Markt hier entsprechend ein bisschen abprallt, hier in dem Bereich 1,08 dann eben was zurückkommt, weil eben hier das mittlere Bollinger Band durchaus auch hält oder halten kann und dann idealerweise hier ansteigt und das Ganze eben irgendwann hier oben an den Bollinger Bändern ankommt. Hier wäre für mich spätestens der Punkt, an dem ich Gewinne mitnehme und so, und hier liegen wir bei 1,10. Und dann haben wir für den Euro schon eine ganze Menge geschafft. Ob das soweit kommen wird, das sei mal hingestellt. Ich bin da eher offen gesagt skeptisch. Nichtsdestotrotz, das wäre so ein Wunschszenario. Und alles entscheidet sich am Ende, im Endeffekt, hier im Bereich des mittleren Bollinger Bands. Ja, dass wir uns hier immer schauen oder anschauen, inwieweit gibt es hier eine entsprechende Reaktion. Gut. Gehen wir mal in den Tag. Vielleicht können wir auch kurzfristigere Trades hierbei raussuchen oder rausfinden.
Dazu natürlich erstmal hier auch die ganzen Zeichnungen, zack, weg sind sie. Und was wir eben hier sehen, auch hier nochmal ganz klar und auch sehr schön, wir haben entsprechend diesen Boden, den wir gefunden haben. Der Markt ist an das mittlere Bollinger Band angekommen. Wir sehen auch hier wieder die Reaktion. Es wird hier zumindest hart verhandelt, formuliere ich es mal so. Aktuell sind die Käufer am Freitag zurückgekommen. Und jetzt stellt sich eben einfach wirklich die Frage, inwieweit geht es dann weiter hoch? Nochmal, ich kann mir vorstellen, dass es dann hier in den Bereich 108 geht. Das passt ja übrigens auch wunderbar, wenn wir uns hier halt überlegen, dass wir hier so eine entsprechende Widerstandszone haben, schauen Sie, und dann haben wir auch hier, und das ist auch wichtig, das obere Bollinger Band, das kommt dann alles zusammen, und wenn wir dann 1 und 1 und 1 und 1 und 1 zusammenzählen, okay, dann ist es sehr realistisch, dass wir hier zumindest mal so eine Reaktion haben, also Idealvorstellung wäre dann das, und dann geht es eben entsprechend hoch, jetzt nicht auf die 1,11, aber vielleicht auf die 1,10, wobei, warum nicht, das kann ja auch durchaus nochmal eine interessante Zone sein, hier in dem Bereich bei rund 1, 11, 20, 30, 40, 50. Ja, aber das ist jetzt kein Durchmarsch, sondern hier geht es im Endeffekt eher erstmal darum, dass der Markt überhaupt mal wieder so ein bisschen in den Tritt kommt, dass der Euro einfach mal ein bisschen Luft schnappt. Und das hängt eben dann auch stark von Präsidentin Lagarde ab. Das hängt auch natürlich stark von Präsidenten Powell ab, Fed und EZB. Und dementsprechend wollen wir uns hier jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sondern wollen natürlich auch hier schauen, dass wir vernünftige Handelsentscheidungen treffen. Und das bedeutet eben auch erstmal abwarten, was der Markt macht und dann die Signale auswerten, die sich daraus ergeben. Gesagt, getan, gehen wir erstmal in den DAX. Hier wieder der FDAX, auch hier interessante Muster. Die Vorwoche war noch gekennzeichnet von einem massiven Abverkauf. Sie sehen es ja, der Markt ist hier wirklich runtergeplumpst förmlich, anders kann man es gar nicht sagen, in den Bereich der Unterstützung, dieser Unterstützungszone, die ja hier auch aus der Vergangenheit kommt. 2018 gab es ja schon mal Gerangel, kann man es vielleicht sagen. Ja, harte Verhandlungen, hier ebenfalls Seitwärtslinie dann in 20 oder Seitwärtsbewegung, Konsolidierung. Also ein hart umstrittener Bereich. Ja, ich versuche, Sie hören es vielleicht raus, auch so etwas kriegerische Formulierung zu vermeiden, weil ich das jetzt auch nicht gerade als passend empfinde. Ja, deshalb schaue ich, dass ich irgendwie andere Formulierungen so ein bisschen aus meinem Gedächtnis holen kann. Und klappt vielleicht nicht immer, aber denke, sehen Sie es mir nach. So, was sehen wir in der letzten Woche? Wir haben einen Doji. Und der Doji als Signal von einer gewissen Unsicherheit, als Signal von, ja, von Unentschlossenheit zeigt eben einfach an, dass die Verkäufer hier erstmal am Power verlieren. Klar, hier ist ein Unterstützungsbereich, da kommen und können die Käufer zurückkommen. Jetzt gilt es natürlich, auch hier einfach abzuwarten, was passiert, was der Markt macht. Ich kann mir vorstellen, hier Unterstützung, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus jetzt erstmal aufwärts geht. Dazu muss erstmal das Hoch durchbrochen werden und dann darf der Markt gerne etwas steigen. Ich sehe natürlich auch hier das mittlere Bollinger Band erstmal das relevant an, aber ich kann mir auch durchaus auch vorstellen, dass es wieder hier in diesen Bereich reingeht, ja, bei rund 14.500 plus minus, ja, so 10, 20 Punkte, wo hier ist dann mit einer Rückkehr zu rechnen, ja, vielleicht von oben an das obere an das mittlere Bollinger Band, um dann nochmal durchzustarten, vielleicht in die 15.000, aber das sind Szenarien, die werden wir wahrscheinlich nicht in der nächsten Woche erleben. Ja, wir können, glaube ich, ganz froh sein, wenn wir hier in den Bereich bei 14.500 kommen. Alternativ sollte der Markt hier runterfallen, runterplumpsen. Tja, wo ist die nächste entsprechende Unterstützungszone? Die wäre dann hier zu finden. Ja, also bei den 61,8, also bei rund 11.200. Sagen wir mal 11.200, 11.150. Hier könnten wir erleben, dass der Markt zurückkommt und vielleicht dann entsprechend von dort erstmal wieder ansteigt. Aber dann wartet halt hier die entsprechende Widerstandszone, diesmal dann von unten eben getestet. Wunschszenario Nummer 1 ist es eben, dass es aufwärts geht im Bereich 14.800, so 15.000 maximal, ja, das aber nicht allzu kurzfristig und alternativ geht es dann erstmal weiter runter und dann wartet ziemlich schnell die 11.200 roundabout bei 61,8 der gesamten Aufwärtsbewegung hier bis zu dem Hoch von dem Tief, aus dem wir die Rallye dann gestartet haben. Wir gehen auch hier mal in den Tag rein und wir sehen eben auch hier interessante Muster, nämlich auch da mal entsprechend die Zeichnung wieder weg. Wir sehen eben hier entsprechende Muster und was uns zuallererst auffällt, viel deutlicher als in der Woche, hier ist noch ein bisschen Raum nach unten.
Ja, das müssen wir uns einfach auch eingestehen. Es kann durchaus nochmal holprig werden, aber ähnlich wie beim Euro ist natürlich hier auch die Hoffnung, die Annahme, Hoffnung ist ein bisschen falsch, aber die Annahme, dass der Markt hier erstmal wieder abprallt von unten und auch diese massive Abwärtsbewegung erstmal dann durch ist. Ja. Also das ist so die Grundidee, die wir hier verfolgen können. Vielleicht reicht aber auch schon der Freitag, um den positiven Impuls fortzusetzen. Ja, dann haben wir hier sowas wie, nehmen wir mal den anderen hier, dann haben wir hier sowas wie ein W, was ich durchaus gerne mag. Auch wenn es ein tieferes Tief ist, ist es nicht so massiv und es wurde auch relativ zügig hochgekauft, dass es durchaus eine interessante Bodenbildungsformation sein kann. Hier wollen wir abwarten, einmal, was passiert bei dem Durchbruch. Hier, was passiert bei dem Durchbruch, beim Hoch. Und dann ist natürlich die Frage auch, nehmen wir mal den hier. Also was passiert hier? Sobald dieser Shootingstar rausgenommen wird, darauf gilt es im Endeffekt zu achten. Und das ist das, was für uns am interessantesten ist. Prallt der Markt hier ab, dann geht es erstmal wieder ein Stück weit runter. Ich kann mir vorstellen, dass dann halt entsprechend hier, ja, dass dann hier entsprechend das Ganze nochmal runtergeht, um dann anzusteigen. Das wäre das negative Szenario in dem Fall. Oder kommt der Markt kraftvoll, bricht durch. Dann kann ich mir auch hier wieder vorstellen, das mittlere Bollinger-Band erstmal als Reaktionszone und dann darf der Markt gerne weiter ansteigen. Tja, wo wäre auch hier für einen Aufwärts, für eine Zwischenrallye in dem Sinne, ja, also für eine Aufwärtskorrektur, der Bereich rund um, ja, was haben wir da, 14.500, 14.600. Ja. Hier können wir, und du siehst, da haben wir ja viel, viel Potenzial wieder zum Abprallen. Dann kommt das obere Bollinger-Band auch bestimmt irgendwann zum Tragen und ins Spiel. Ja, und so kann ich mir das Ganze hier im Gesamtfeld vorstellen, ja, dass sich das hier so entsprechend entwickelt. Und dann ergibt es aus charttechnischer Sicht natürlich auch wieder Sinn. So gerüstet gehen wir mal in den SMI rein, in die Schweiz. Sehr schön in der vergangenen Woche. Und Sie sehen, wo im DAX Unentschlossenheit herrschte, haben wir hier ziemlich kräftige Kauflaune. Es ergibt sich ein interessantes Muster, nämlich im Unterstützungsbereich ein sogenanntes Piercing Pattern im Wochenchart, was sehr kraftvoll ist, sehr aussagekräftig ist und auch eine recht hohe Relevanz hat im Sinne von auch der Eintrittswahrscheinlichkeit. Für uns wichtig zu wissen, das wird aktiviert, wenn der Markt hier durchbricht, durch das Hoch der Formation. Ja? Also nicht zu aggressiv sein, durchaus abwarten und wie ich immer gerne für mich auch selber festhalte, der Markt soll es mir beweisen, dass er es ernst meint und in dem Sinne bitte wichtig darauf achten, die Formation ist beendet oder bestätigt, wenn der Markt hier durchbricht und nicht vorher. Ja? So, Idee, dass es hier erstmal hochgeht, der Bereich 11.500 dürfte da interessant sein. Warum? Weil natürlich auch hier zu erwarten ist, dass das Bollinger Band, das mittlere, halt entsprechend weiterläuft und dass sich das Ganze dann irgendwann hier so dreht. Wir werden dann erstmal auf eine etwas seitlich geneigte Richtung schauen können. Dann kann der Markt zurückkommen, um dann idealerweise anzusteigen. Dann wartet hier entsprechend die Linie, die Abwärtstrendlinie, da muss man hier mal schauen, was in dem gesamten Zusammenspiel zwischen Widerständen hier, Trendlinie, Bollinger Bändern, ja, die ja eigentlich nur eine statistische Berechnung sind, eine mathematische Berechnung sind, aber doch viel Relevanz haben, was nämlich einfach Bewegungsmuster bzw. eben auch Bewegungsspannen angeht. Ja. Das müssen wir uns einfach genauer anschauen, das gilt es dann abzuwarten. Fakt Nummer 1, es geht erstmal darum, hier mit dem Einstieg da die Bestätigung zu bekommen. Erstes Ziel, wie gesagt, das Bollinger Band, das mittlere, das dürfte dann auch hier mit dem Tief so ein bisschen zusammenkommen bei rund 11.400, 500, um dann abzuwarten, kommt der Abpraller und geht es dann weiter hoch. Alternativ wird das Ding hier komplett negiert und dann geht es weiter runter unter die 10.000 Punkte. Dann haben wir hier die Unterstützungsbereich oder Unterstützungszone. Einmal aus den Fibonaccis mit 61,8 bei rund, was haben wir da, 9.700, 800, ja, in dem Bereich, und 9.600. Dann kann es aber nochmal weiter tiefer gehen bis zu diesem Tief. Das sollte idealerweise aber auch Schluss sein, ansonsten ist natürlich auch hier die gesamte Bewegung. Sie können sich vorstellen, wenn zwei Drittel weg sind, dann wird es halt für die Käufer schwer, das zumindest kurzfristig aufzuholen.
Auf der anderen Seite sind dann die Preise durchaus interessant für diejenigen, die sich langfristig engagieren wollen. Was uns zum S&P bringt, ähnliches Muster. Ja, wir sehen jetzt hier kein Piercing-Pattern mehr. Wir haben auch hier kein zumindest gleichen Punkt. Wir haben eine leichte Lücke. Ja, das heißt, es gab einen Aufwärtsgap am Montag. Und wir haben, wenn wir das mal etwas großzügiger betrachten, haben wir etwas, das nennen wir Bullish Engulfing Pattern, hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 80%. Ja, zumindest in den Bullenmärkten, sind wir im Bärenmarkt, ist es leicht drunter, aber immer noch kraftvoll genug. Ist eines der kräftigsten Umkehrmuster, die wir kennen. Und dementsprechend, ich bin jetzt nicht unbedingt bullish, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber ich bin positiv gestimmt, dass eben auch hier entsprechend der Markt das aufgreift. Aktiviert wird das Ganze, sobald hier das Hoch durchbrochen wird, dann ist die Formation bestätigt. Ich kann mir die Mitte vorstellen, als erstes Ziel wiederum bei rund 4.100, 150. Und schauen Sie, es passt immer auch gut mit den Unterstützungen, Widerständen zusammen. Da ist der nächste Widerstand, dann geht der Markt zurück. Das kann ich mir auch vorstellen. Dann prallt er idealerweise irgendwo in diesem Bereich wieder ab, um dann halt wirklich auch ein höheres Tief zu bilden, um dann weiter anzusteigen. So. Und auch hier wartet natürlich dann irgendwann diese Trendlinie bei rund 4.150, 4.200, je nachdem, wie zügig das Ganze hier abläuft. Und dann wird sich zeigen, inwieweit diese Aufwärtsbewegung beendet ist oder ob da noch mehr Potenzial drin ist. Hängt, und davon kann ich, glaube ich, können wir alle sagen, natürlich auch stark von EZB und vor allen Dingen von der Fed ab, zumindest was die AMI-Indizes angeht. Und deshalb, ja, da ist es durchaus mal interessant zu hören, inwieweit Mr. Paul da sich schon mal konkreter äußert und vielleicht auch Geld erstens wieder ein bisschen günstiger macht und zweitens mehr davon zur Verfügung stellt. Denn das ist das, was letzten Endes die Märkte ja brauchen, um zum Steigen zu kommen oder zu steigen. So, Alternativszenario, dass es eben weiter abwärts geht. Hier haben wir die nächste Unterstützung. Da sind wir eigentlich schon fast dran, ja, bei 3.600, 3.550. Na gut, und danach, gleiches Szenario, haben wir die 61,8, das ist dieser Bereich, auch mit Unterstützung, da reden wir aber über 3.200 und ja, das ist natürlich noch einiges an Potenzial, das sind mal gute 20%, die hier fallen können, ja, die wir dann so zurückgehen können und inwieweit das wirklich gesund ist, sei mal dahingestellt. Wir gehen in die Nasdaq, gleiches Bild im Endeffekt, deshalb können wir das relativ zügig abgehen, nur eben dann mit anderen Punktwerten. Klar, auch hier, wenn das positive Szenario überwiegt, wenn der Markt das ähnlich sieht, dann haben wir hier bei 12.950, 13.000 den nächsten Widerstandsbereich. Da dürfte noch das mittlere Bollinger Band angekommen sein und Sie sehen, die Relevanz ist ja durchaus da. Und es wäre schon erster Achtungserfolg nach diesem, ja, mehr oder weniger massiven Abverkauf. Wir reden hier schon über 7.000 Punkte. Oder eher 6.000 Punkte, ja, was schon eine ganze Menge ist. Wir sehen es ja ungefähr, nämlich 50% der gesamten Aufwärtsbewegung ist schon mal eliminiert. Wir sind nahe an den 61,8. Tja, und jetzt gilt es eben für die Käufer zurückzukommen, sich bei rund 12.900 mal zu zeigen. Dann schauen wir, inwieweit der Durchbruch gelingt. Die Korrektur kommt ähnlich natürlich auch wie bei den anderen Indizes. Und um das einzuzeichnen, ich kann es mir eben vorstellen, dass das Ganze dann wiederum so abläuft, ja, und dann vielleicht in den Bereich 14.000 geht. Ich will jetzt nicht so verwegen sein und sagen, dass das Bollinger Band dann nicht nach unten kommt. So, und dann irgendwann darf das dann gerne auch mal so gehen. Ja. Also so kann ich mir das für den Nasdaq vorstellen. Wir gehen auch hier im Nasdaq, genau wie im S&P, jetzt nicht in den Tageschart rein, weil sich im Endeffekt hier viel auch aus der Woche ableiten lässt und dementsprechend halt auch hier die Candlesticks am Tag durchaus interessant sind. Die kennen wir jetzt aber natürlich noch nicht und dementsprechend brauchen wir jetzt keinen Blick darauf zu werfen. So, Dow Jones, gleiches Bild, gleiches Szenario, gleiche Idee, andere Marken. Wir reden hier über 32.700 Punkte, wenn es eben um die Aufwärtsbewegung geht. Auch hier ist das mittlere Bollinger Band dann dort zu erwarten. Wir haben dann hier wieder die Abwärtstrendlinie. Die haben wir im Nasdaq schon gar nicht mehr eingezeichnet. So steil ging es nach unten. Und die dürfte dann hier auch in dem Bereich irgendwo angekommen sein. Da kann ich mir vorstellen, dass zumindest mal der Markt nach unten abprallt. Dann zeigt sich eben, inwieweit der Markt stark ist oder nicht. Inwieweit die Käufer zurück sind. Ja, wir sind hier, und das ist auch sehr schön, wunderbar aufgeschlagen sozusagen, am Unterstützungsbereich bei den 38%.
bei rund 29.500. Da kam die technische Reaktion. Das passt dann dementsprechend. Und diese Zone, davon gehe ich jedenfalls aus, dürfte erstmal sehr, sehr, sehr umstritten sein, in dem Sinne von, dass hier eben einfach die Marktteilnehmer sehr, sehr genau drauf achten und Käufer vielleicht gute Preise wittern, aber auch Verkäufern einfach erstmal die Luft ausgeht. Wir gehen hier mal stellvertretend für die anderen Indizes in den Tageschart rein. Und hier sehen wir aber nochmal dieses Umkehrmuster. Wir sehen so eine Art von Evening Star, ist nicht ganz sauber, weil einfach die Vehemenz fehlt. Hier diese Unterbrechung macht, verwässert das Ganze und der darf auch deutlich schneller auch dann aufgelöst werden. Trotzdem, wir sehen ja, dass hier über den Spinning Top dann die grüne Kerze das ganze Ding eben umdreht. Mittleres Bollinger Band steht zu Buche. Der Freitag war eben sehr, sehr stark. Hat sicherlich auch einige auf dem falschen Fuß erwischt, muss man auch ganz klar sagen. Und dementsprechend, jetzt gilt es eben abzuwarten, inwieweit der Markt hier nochmal rankommt. Da sind wir die 32.400, 500. Ja, und dann gilt eben das weitere Szenario, wie eben auch diskutiert und besprochen. Wir gehen in die Rohstoffe. Hier wartet Gold wieder auf uns und ich bin direkt hier im Tageschart schon mal drin, einfach um auch zu sehen, gibt es hier überhaupt irgendwelche Handlungsbedarfe aus meiner Sicht nicht, denn wir sind hier im Tageschart in der Seitwärtsbewegung nach wie vor gefangen. Das Einzige, was man, wenn man es unbedingt machen will, ins Auge fassen könnte, wäre halt einfach die Idee, dann zu sagen, naja, dann spekuliere ich mal darauf, dass dieses hier nach oben geht, dass wir hier diesen Bereich wieder anlaufen. Könnte man sagen, lege ich den Stop-Loss hier hin. Ist aber, und Sie sehen es, im Endeffekt nicht wirklich ein lohnenswerter Trade. Warum? Weil wir natürlich auch hier gerade mal 1:1 oder 1:1,1 oder sowas haben. Und das Ganze dürfte auch ziemlich zäh bis da oben hinlaufen. Ja, Sie sehen sich die Vorkerzen an. Das ist ein hart verhandelter Bereich und dementsprechend sehe ich hier jetzt nicht wirklich Handlungsbedarf, zumal es auch in den anderen Werten, Indizes, deutlich interessantere Möglichkeiten gibt, die auch viel versprechender vom Bewegungspotenzial sind. Öl, hier ist im Wochenchart, hier ergibt sich eine interessante Gelegenheit oder eine interessante Situation, macht das mal was größer. Sie sehen hier auch den Doji, Spinning Top, ja, ist nicht ganz eindeutig, wir haben das mittlere Bollinger Band erreicht, wir haben hier auch die Auflagelinie, wir haben hier die obere Kante, im oberen Bereich des Aufwärtstrendskanals nochmal wieder erreicht. Hier stand die Position, ja, auch hier diese kleine Trendlinie hat geholfen, das mittlere Bollinger Band hat geholfen. Kurzum, wir sind nach wie vor positiv. Es kann von hier aus, und wir reden über den Wochenchart, es kann von hier aus wieder aufwärts gehen im Öl. Und dann sehe ich natürlich, klar, ja, ersichtlich, das obere Bollinger Band bzw. halt auch diesen Widerstandsbereich dort bei rund 123, 24 Dollar. Dort sehe ich definitiv zunächst mal auch zumindest ein kurzfristiges Ende. Dann kann es sein, dass der Markt zurückkehrt, vielleicht wieder hier und dann doch mal weiter an die 130 rangeht. Das ist durchaus realistisch abzuleiten, weil wir im Endeffekt, wenn auch unfassbar zäh, seitwärts laufen, aber wir laufen eben seitwärts aufwärts. Ja, mit so einer leichten Aufwärtstendenz und da Öl natürlich auch für unser aller Leben irgendwo eine entscheidende Rolle spielt, ist es auch gar nicht so schlecht, aus der Praxis mal gesprochen, aus der Sicht gesprochen, dass sich das langsam vollzieht. Ja, wir brauchen dann jetzt nicht so einen Preisschock wie hier. Na, das ist jetzt auch für das echte Leben nicht wirklich hilfreich. Also das mal dann dazu. Wir schauen mal in den Tageschart, inwieweit hier Möglichkeiten bestehen. Und wir sehen eben auch hier, so eine Art Umkehrmuster, also es ist jetzt sehr herbeikonstruiert, aber wir sehen eben Doji, wir sehen die rote Kerze, da gab es schon Kaufinteresse. Ja, dann haben wir nochmal, der Markt bremst und jetzt steigt er an. Also auch hier das positive Szenario, erstmal die 116 anzutesten. Ja, dann haben wir auch hier, Sie sehen es ja, dann haben wir auch hier entsprechende Widerstände. So, dann ist das mittlere Bollinger Band. Komisch, ne? Passt immer ganz gut zusammen. Was dann hier so kommt, da kann der Markt erstmal ein bisschen zurückkommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dann eben in diesem Bereich hier läuft. Wieder Widerstand und wir sind ja eher hier auch seitlich dann noch mit dem Bollinger Band. Also der Bereich ist für mich sehr, sehr, sehr relevant. Alternativ, wir sind hier immer noch in dieser komischen kleinen Aufwärtsgeschichte. Aber Sie sehen, wir sind ja eher in so einer seitlich aufwärts gerichteten Bewegung. Also ist natürlich auch dieser Bereich sehr, sehr, sehr zu beachten. Ja, bei rund
95, 92, 94, also so alles, was sich hier so unterhalb zwischen 100 und 95 Dollar abspielt, ist sehr, sehr, sehr interessant offensichtlich. Und sobald der Markt darunter kippt, gibt es sicherlich erstmal Erleichterung an der Tankstelle, aber eben auch dann für Long-Käufer oder Verkäufer letzten Endes nicht mehr so wahnsinnig viele interessante Sachen. Da geht es eher erstmal auszusteigen und abzuwarten, wie weit sich die Lage stabilisiert und neue Chancen sich ergeben. Wir gehen in die Kryptos. Tja, und es ist tatsächlich ganz spannend. Also zum einen Krypto und die Realwirtschaft in dem Sinne sind eben doch nicht entkoppelt. Und wenn, dann vielleicht sogar negativ entkoppelt. Das bedeutet, wir sehen hier nur so eine Mini-Korrektur. Vergleichen Sie mal diese Kerze mit der Kerze im S&P oder mit der Kerze im SMI. Ja. Kann ich mal machen, spaßeshalber. Schauen Sie sich diese Kerze an. Schauen Sie sich diese Kerze an. Ja, also hier ist kaum Umkehrpotenzial, hier ist kaum Umkehrkraft zu sehen. Und wir sind ja im Wochenchart. Und schauen Sie sich auch an, dieser, den ich immer wieder genannt habe, dieser Unterstützungsbereich von einem Allzeithoch hier bei 2018. Ja, das war ja dieser berühmte Dezember 2017, der ja letzten Endes ja dafür gesorgt hat, dass erstens viele Marktteilnehmer auch überhaupt mit Krypto in Berührung kam und zum anderen, dass sie dann natürlich gleich sofort ihre Entscheidung bereuen mussten. Und hier in dem Bereich sind wir wieder und da sind wir locker mal durchgerauscht. Ja. So, schauen Sie sich das an. Jetzt haben wir hier die nächste Unterstützungszone, nämlich dieses Zwischenhoch. Ja, und hier ist der Markt dann endlich mal so ein Stück weit zum Stehen gekommen. Aber von wirklich bullischer Tendenz kann jetzt hier keine Rede sein. Und dementsprechend, ja, wer sich langfristig orientieren will und wirklich über Jahre halten möchte, ne, der berühmte Hodler, der hat hier sicherlich interessante Kurse gesehen, gerade auch so im Bereich 870, 80, 90, 50, wo auch immer, ne, 50 war noch nicht, so, der dürfte hier sicherlich auch weiterhin zugreifen und sich Stück für Stück für Stück mit in sein Depot legen. Alle anderen, die jetzt nicht hundertprozentig überzeugt sind, haben hier natürlich erstmal Pause und sollten auch idealerweise abwarten, inwieweit es sich hier um entsprechende Bodenbildungstendenzen handelt. Die kann ich Ihnen noch nicht ableiten, weder im Tages noch im, nicht, weder im Wochen- noch im Tageschart. Das ist einfach auch hier so eine müde, schauen Sie das an, ja, läuft ja 24 Stunden durch, Wochenende müde, klein, müde. Kann ich natürlich ein bisschen größer ziehen, macht es aber auch nicht besser. Ja. Sie sehen die ganzen Dojis, Spinning Tops, kleine Kerzen, das ist alles andere als kraftvoll, das ist alles andere als überzeugend. Und dementsprechend gibt es auch hier für zumindest kurzfristig orientierte Trader jetzt nicht wirklich was zu tun. Und kurzfristig bedeutet von Tag zu Tag zu Tag, jetzt nicht Intraday, ja, damit wir uns auch hier entsprechend verstehen. Bitcoin sieht es noch erbärmlicher aus, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Ja, wir haben eben auch hier diese kleine grüne Kerze, die, naja, eigentlich mehr oder weniger ein komplettes Aufgeben mehr oder weniger sagt, zumindest was die ganze Bewegung angeht. Ja, schauen wir uns das an, Tageschart, Doji, Doji, kleine Kerze, ähnlich wie beim Ethereum. Ja, muss ich schon groß ziehen, um überhaupt jetzt hier irgendwas zu sagen. Und wir sind im Endeffekt wieder in so einem Bereich, jetzt geht es hier nicht ganz seitwärts, sondern leicht nach oben, aber von Dynamik und Volatilität praktisch nichts zu spüren aktuell. Ja, und das gilt es auch zu berücksichtigen. Ja, wer jetzt Krypto Intraday handeln möchte, der muss eben auch sehr zügig seine Gewinne wieder mitnehmen, weil einfach die Handelsspanne momentan, zumindest in den letzten Tagen, mehr oder weniger kaum da war. Ja, das soweit einfach mit der Marktbetrachtung. Ich denke, wir können leicht vorsichtig positiv sein in der Gesamtbetrachtung. Die Indizes sind an entscheidenden Marken angekommen. Wir haben interessante Möglichkeiten, zumindest mal für eine Zwischenrallye. Und das ist zumindest das etwas realistisches Szenario und dann geht es natürlich auch darauf zu achten, was passiert von Seiten der EZB, was passiert von Seiten der Fed, inwieweit gibt es da Signale, dass man vielleicht etwas mehr oder weniger Geld zur Verfügung stellt den Märkten und das wird natürlich einen Einfluss dann auch haben auf die Marktbewegung. Das werden wir natürlich dann in der kommenden Woche entsprechend auch weiter diskutieren. Wenn Sie Fragen haben, gerne die Kommentare unterhalb des Videos. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiedersehen. Bis dann erstmal alles Gute und achten Sie bitte auch auf die Risikohinweise, den Disclaimer, gleich im Anschluss hier an das Video bzw. auch an meine Aussagen. Also bis dann erstmal alles Gute, macht's gut. Ciao, tschüss.